Willkommen zurück zu einem neuen Part von Necrovision. Sollte ich schon wieder Darkest of Day sagen, aber das ist ja das andere Spiel. Was haben wir letztes Mal gelernt hier? Wir haben gelernt, dass im Ersten Weltkrieg komische Sachen vorangegangen sind, dass da komische Spinnen rumgammeln und dass es im Allgemeinen ziemlich komisch ist, was hier so abgeht. Aber wir wollen uns ja nicht weit aufhalten. Hier hat da jemand was runtergeschmissen. Wer schmeißt hier Fässer runter? War ja gar keiner. Wer hat denn das geworfen? Na, ihr wart das natürlich. Genau. Ich glaube, auf die andere Seite. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ich sehe da nicht mal welche. Na doch, ich sehe sie. Ich habe nicht mal Granaten. Fast tot. Außerdem. Komm da raus. Na toll, und der Hacker ist auch da. Ein bisschen ein Blindfisch, der. Ich sehe dich, aber du mich nicht. Kacke, bitte. Ja. Aua. Das war nicht sehr freundlich von dir. So, jetzt aber. Du musst mich erst noch erwischen, mein lieber Freund. Erstmal alles aufsammeln, was wir hier so zu finden kriegen. Das haben wir doch schon mal gesehen, dieses komische Licht. Kooperieren die hier mit bösen Mächten? Man weiß das schon. Das war auf. Ich will aber hier das. Nein. Ich will die Duell haben. Genau, so will ich das haben. Dann, das ist nachgeladen. Okay. Bewegen wir das mal. Da ist ein Phantom der Oper. Ihr seht ihn auch, oder? Ja. Ich bin wohl nicht der Einzige, der das sieht. Kann man hier rein? Kann man hier was drücken? Hallo. Der schwebt hier einfach seelenlos durch die Gegend. Und die dramatische Musik macht es noch fast besser. Okay. Troll, hör mich auf so zu erschrecken. Von wo kommen wir? Von hier, oder? Ja, genau, von hier kommen wir. Aha, das ist da, wo wir runtergefallen sind. Ja, was müssen wir denn jetzt wieder machen? Sag nicht, dass das mich jetzt schon wieder. Ich habe irgendwas aufgemacht. War das hier? Das sieht mir wie ein Weg aus. Aber da muss doch noch irgendwas gedrückt werden. Hier habe ich was gedrückt. Löschwasserstelle. Hier kann ich wohl auch nichts machen. Hä? Nee. Okay, die Möglichkeiten sind beschränkt. Sehr beschränkt. Kann man hier noch was? Drücken? Nein. Gehen wir mal hier. Was kaputt? Vielleicht bringt das ja noch was. In der Regel bringt das eigentlich nichts, aber. Nee, ist einfach eine solide Steinmauer. Das scheint wohl nicht das zu sein, was ich machen soll. Oh, gib Granaten her. Okay, für was? Wo muss ich jetzt hin? Also wir müssen hier das mal ganz scharf überdenken. Hier bin ich runtergefallen. Ein Bajonett. Secret place found. Bin ich wieder runtergefallen. Kann man hier rüber jumpen? Wir probieren es mal.
alles schön hübsch mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ist auch nicht zu. Okay, nee, hier kriegt man nur eine Gaslampe. Okay, hier bin ich ja runtergefahren. Also hier möchte ich hier zurück. Ich glaube nicht. Dann haben wir hier was betätigt. Da ist wahrscheinlich die Tür hier aufgegangen. Die ist das Phantom der Oper. Hallo Phantom der Oper. Scheint den aber irgendwie nicht weiterhin zu stören. Hey Phantom der Oper, ich bin hier. Komm. Das Spiel. Oh. Seht ihr, was dort in der Wand ist? Möchte ich da rein? Ich glaube nicht. Da möchte ich definitiv nicht in da reingehen. Kann man hier was drücken? Hier, Knopf. Hier. Irgendwie. Also ich glaube nicht, dass ich dort rein möchte. Jedenfalls nicht ohne Trenchgun. Hier ist nur eine Granate. Sonst ist hier eigentlich nichts, was ich betätigen kann. Hier komme ich auch nicht rein. Hier will ich nicht durch. Muss ich denn da was reinwerfen? Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Oder hat sich das jetzt einfach aufgelöst in seine Einzelteile? Wo möchte mich das Game wohl hin buxieren? Hier ist das Secret Place. Okay, ich habe da nur die Munition gegrabbelt. Zurück möchte, also zurück möchte ich wohl nicht. Das wäre ja unsinnig, dort wieder zurück zu wollen. Kann man sich da irgendwo hin bewegen? Also seht ihr vielleicht irgendwo ein Loch? Also ich nicht. Warum kann ich eigentlich keine Granaten mehr mitnehmen? Lustig. Oh, eine Shovel, die kann ich auch nicht mitnehmen. Okay. Okay. Amüsant. Ich kann wohl keine Granaten mehr werfen. Gucken wir mal schnell in die Option, ob ich das verstellt habe. Combat. Grenetro. Nee, ich habe einfach keine Granaten, komischerweise. Schick. Naja, okay. Dann müssen die die halt einfach von Hand benutzen. Möchte hier, wo im Himmels Willen soll ich denn hin? Eurer Meinung nach. Ist einfach die Trenchgun, aber die ist ja voll. Hier drinnen wird geschäftig umhergeflogen. Hey. Der ignoriert mich. Lustig, wirklich lustig. Wo soll ich denn deiner Meinung nach hin? Kann man das aufmachen? Nee, kann man auch nicht. Vielleicht irgendwo ein Lüftungsschacht, den ich nicht sehe. Ich seht ihr ja ein. Ich sehe nämlich hier, außer zwei Dead Ends, sehe ich hier nämlich ein absolut gar nichts. Bringt nichts. Hin damit. Lustig, dass ich auf G keine Granaten mehr werfen kann. Amüsant. Irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Ja, warum kann ich hier nichts mehr machen? Oder sollte ich hier nicht sein? Eines von beiden wird wohl der Fall sein. Aber ich wüsste sonst nicht, wo ich hingehen sollte. Hier ist ja nur der Secret Place. Da bei diesen komischen. Aber Spiel will mich doch hier haben. Wenn die Tür hier aufgeht, was geht denn die Tür hier auf? Wohl nicht einfach zum Spaß, oder? Okay, was ist jetzt gerade passiert?
Ah, endlich. Hat ein bisschen gedauert, aber. Oh, verdammt. Das fährt dort runter. Ich will aber nicht dort runter. Wer will ich dort Dove si runter? va all'inferno? E dov'è l'uscita? Warum redet der Italienisch? Möchte ich hier rein? Und warum hat der Italienisch geredet? Wir helfen mal. Wer weiß das schon? Ah, ora sono bello e sistemato. Okay. Ist klar, der blöde Hacker trifft mich natürlich immer. Er trifft mich halt mit jeder verdammten Salve, die ich. Da kommen brennende Zombies raus. Aua. Warum reden die Zombies Italienisch? Müsst mich das nicht fragen. Ich habe die Sprache nämlich nicht umgestellt. Aua. Ist nicht nett. Absolut nicht nett von euch. Geh weg, du blödes Phantom der Oper. Die Zombies können uns, bös gesagt, völlig scheißegal sein. Wir müssen dieses Phantom töten, denn die Zombies kommen immer wieder nach. Wir müssen die einfach von uns ein bisschen fernhalten, diese blöden Zombie-Köpfe. Komm her! Jetzt lässt er uns natürlich mit den italienischen Zombies zurück. Gib mir halt ein Licht. Gute Nacht. Und du auch. So. Jetzt aber. Warum? Im Himmels. Sag mal, das Experimental Shuttle hebt morgens ab. Möchte da einer noch aufstehen? Na du. Okay, gute Nacht. Scheint wohl geklärt zu sein. Dann la tun wir mal wieder safen. Warum die Italienisch talken? Ich weiß es nicht. Haben die klang heimlich Sprache ausgewechselt oder was? Okay, das Phantom der Oper ist verschwunden. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Aber irgendwie möchte ich dort nicht hin. Una festa. Dovreste essere più carini con gli ospiti. Genau. Geh mir aus dem Licht. Wer hat euch eigentlich eingeladen, hier mitzumachen? Geh mir aus dem Licht, du ebenfalls. Du kannst auch wieder nach Hause gehen. Weg mit dir. Penis, geh mal aus dem Licht. Zombies. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, die machen wir doch noch. Oder soll ich den Schnitt machen? Nimm mal aus dem Licht, Junge. So, und. Vielleicht gibt's einen Headshot. Schade. Komm, zum Abschluss für euch noch. Adrenalin. Wo war das nochmal? Devo trovare questo Zimmerman. Sembra che tutto faccia capo a lui. Warum reden die Italienisch? Ich verstehe es nicht. Okay. Ich werde hier mal einen Schnitt machen. Vielleicht ist das ein neues Steam-Update, dass das einfach in italienischer Sprachausgabe ist, obwohl ich Englisch eingestellt habe. Wer weiß. Wer weiß das schon. Jedenfalls hoffe ich, ihr könnt damit leben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Necrovision. Ich gebe mein Bestes, dass das in den. Ich werde jetzt nochmal einen Part aufnehmen und ab beim nächsten Mal ist auf.
Englisch wieder komplett ist. Und bis dahin sage ich, bis ich bin draußen, auf Wiedersehen.